Ja, das Ding geht voll in Ordnung. Wir haben im Spielvorbereitung schon mal Probleme gehabt, weil wir im Moment 4, 5 angeschlagene Fußballer haben. Und wenn du FC spielst, dann musst du für unsere Verhältnisse musst du komplett spielen. Wir haben schon mal Probleme gehabt mit Julian Grell, der richtig so in Erlenbach letzte 20 Minuten total platt war und einfach schwierig war, von Anfang aufzustellen. Wir haben Probleme mit Jens Drunk, das ist unsere Szene. Wir können ihn nicht so einfach ersetzen, aber der ist erst im Aufbautraining, deswegen haben wir erst mal 2. Halbzeit gebracht. Und wir haben letztes Jahr 5-2 verloren gegen Schweinfurt, aber schätze ich, dass er heute deutlich mehr Qualität da drin steckt, auch mehr Geschwindigkeit, auch mehr Technik. Wir hätten nur eine Chance gehabt, wenn wir dann auf 0-0 Spiel hätten und wenn wir Standards gerade das 1-0, das war billiges Tor, da haben wir nicht alles gegeben und dann, wenn du in so ein Spiel so ein Tor kassierst nach 13 Minuten, dann musst du nicht rechnen, dass du irgendwann Gegner noch mehr Sicherheit kriegst und das, was wir vielleicht leicht gehofft haben, dass uns Schweinfurt unterschätzt und dass er uns mal räumen lässt, das haben sie nicht gemacht. Und wir hätten eine oder andere Situation gehabt beim Freistoß vom Kleinhans oder die Flanken vom Rechts in 16er auf kurzen Pfosten, dass wir vielleicht zum Treffer kommen, aber Schweinfurt war zu dominant, zu gefährlich und ja, wir haben gesehen jetzt Unterschied, was heißt eine Spitzenmannschaft in der Regionalliga und eine Spitzenmannschaft ist in Bayernliga. Das sind doch die Welten, was uns unterscheidet. Ich kann mal Jungs jetzt keinen Vorwurf machen. Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Leider, das 1-0 ist zu schnell gefallen und damit sind unsere alle Planungen oder Taktik, was wir uns vorgenommen haben, war einfach weggeworfen. Die Schweizer haben gesehen, wie es sich lohnt, ein Toto-Pokal, das ist wirtschaftlich und dieses Spiel jetzt gegen Eintracht Frankfurt und alles und deswegen ist es auch richtig, dass man im Pokal, egal wer Gegner ist, 120% gibt. Wir hätten das auch gern gemacht, aber wie gesagt, da haben wir unsere Grenze gesehen. Positiv für uns ist es, dass wir den einen oder anderen schont haben oder aufgebaut haben, gezwungenerweise, weil die Runde auch Priorität hat. Und dass der ein oder andere gelernt hat oder gesehen hat, was heißt, komplette Fußballer zu sein im Amateurbereich, immer noch. Und dass es daran strebt. Wir haben viele, viele Jungs aus Schweinfurt, die aus verschiedenen Gründen dann ihr sportliche Ziele nicht erreicht haben, Spieler bei uns träumen wollen, wünschen sich Regionalliga zu spielen und ja, dann kann man sich ungefähr schätzen, was fehlt uns noch und was kann man verbessern oder ob ein oder andere die Qualität ja, Richtung Regionalliga hat. Deswegen, das war auch für uns ein Zeichen, eine Lehre, eine richtungweisende Situation, wo man sagen kann, okay, in so einem Fußball, bei so einem Zweikampfverhalten ist es gut und ist es ja nicht gut. Deswegen ist uns auch Spiel sehr, sehr für uns wertvoll gewesen. Und gegen Schweinfurt ist eine Ehre, immer zu spielen. Und hätten gerne nochmal Spiel nächstes Jahr im Pokal. Ja, vielen Dank, Josef.